Wir nehmen den Atem als unser Meditationsobjekt. Es gibt viele andere Meditationsmöglichkeiten, aber der Atem ist ein traditionelles Meditationsobjekt, weil er erstens einmal auch mit dem Geist eng verbunden ist und auch, weil er ein Teil unserer Selbst ist. Und es gibt, gerade wenn man anfängt, gibt es einige Möglichkeiten, um Hilfsmittel zu bekommen, um den Geist dort zu halten, wo er sein soll. Wir können erstens einmal zählen. Eins beim Einatmen, eins beim Ausatmen. Zwei beim Einatmen, zwei beim Ausatmen. Nicht weiter als bis 10. Jedes Mal, wenn ein abschweifender Gedanke kommt, zu eins zurück. Nicht erst anfangen zu überlegen, welche Nummer war es jetzt, sondern immer zu eins zurück. Man kann, wenn man Zahlen nicht gern hat, sich ein Wort schon vornehmen. Zum Beispiel das Wort Ruhe. Ruhe beim Einatmen, beim Ausatmen. Leise zu sich selbst natürlich. Man kann auch ein anderes Wort nehmen. Zweisilbiges Wort ist am besten. Wenn man visuell veranlagt ist, kann man sich eine Ozeanwelle vorstellen, mit der der Atem hereinkommt und herausgeht. Für die, die visuell veranlagt sind, ist das sehr hilfreich. Für jemand, der so nicht veranlagt ist, ist das schwierig und nicht zu empfehlen. Und dann kann man noch die Empfindungen, die der Atem verursacht, als Hilfsmittel nehmen. Wenn der Atem die Nasenlöcher berührt, kommt eine Empfindung an den Nasenlöchern. Das heißt also, beim Einatmen spüren wir diese Empfindung. Wir können aber auch die Empfindung noch in der Nase oder in der Stirn, Rachen, auch empfinden. Und dann wieder beim Herausatmen. Wir suchen die Empfindung nicht, sondern wir beachten diejenigen, die ganz klar und deutlich sind. Das ist alles Hilfsmittel. Es ist immer der Atem dabei. Entweder zählen, Wort, ein Bild, Ozeanwelle, oder Empfindung mit dem Atem. Um dem Geist die Möglichkeit zu geben, noch etwas anderes zu haben als nur den Atem. Und das Wichtige dabei ist, die abschweifenden Gedanken zu etikettieren. Da lernt man sein eigenes Gedankenmuster kennen. Und die Etikette können heißen Zukunft, Vergangenheit, Fantasieren, Hoffen, Planen, Träumen, Unsinn, später, was immer es sei. Das erste Etikett, was in den Sinn kommt, das ist das Richtige. Es muss nicht das beste Etikett sein. Es ist die Tätigkeit des Etikettierens, die uns hilft dann im täglichen Leben, das Unheilsame vom Heilsamen trennen zu können und ersetzen zu können. Dann beim nach dem Etikettieren merken wir, dass der Gedanke zerbricht. Denn der, der beobachtet, ist nicht mehr der Denker. Und wir können zurück zum Atmen. Natürlich kommt wieder ein neuer Gedanke, aber das schadet nicht. Je mehr wir das Etikettieren lernen, desto einfacher ist es im täglichen Leben, das weiterzuführen. Also eins von diesen Möglichkeiten sich aussuchen und dabei bleiben. Eins von den vier, die ich gesagt habe, aussuchen. Zahl, Wort, Bild oder Empfindung. Und die abschweifenden Gedanken etikettieren. Man merkt dann auch sehr schnell, dass man seinen Gedanken nicht zu glauben braucht. Dass sie einfach kommen und wieder gehen. Ein sehr interessanter Vorgang. Wenn man auf dem Stuhl sitzt, wird man die Beine oder die Füße fest auf dem Fußboden haben. Die Hände können im Schoß gefaltet sein, übereinander liegen oder auf den Knien, das ist egal. Und der Rücken nicht anlehnen, außer das ist eine Notwendigkeit wegen einer Schwäche. Der Rücken soll gerade sein, aufrecht. Und der Kopf auch. Die Augen geschlossen. Wenn man merkt, dass man eine Schläfrigkeit kommt, die Augen schnell aufmachen, ins Licht schauen, sich selber gut zureden und vielleicht mit ganz wenig geöffneten Augen auf den Boden gerichtet weiter meditieren.
Wir machen jetzt eine geleitete liebende Güte-Meditation. Und um anzufangen, bitte die Achtsamkeit noch einmal auf den Atem lenken für ein paar Momente. Und jetzt im eigenen Herzen eine wunderschöne goldene Kerze anzünden, die alle Winkel des Herzens beleuchtet und uns die Reinheit unseres Herzens vor Augen führt. Kerze erwärmt uns. Und diese Herzenswärme füllt uns und umhüllt uns. Sodass wir uns darin ganz geborgen fühlen können. Jetzt schenken wir die Herzenswärme, die wir in uns verspüren, demjenigen, der uns am nächsten sitzt, und füllen und umhüllen ihn damit. Als ein reines Geschenk. Jetzt denken wir an unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht. Und schenken ihnen unsere Herzenswärme und die strahlende Reinheit, die wir in unserem Herzen erleben. Als ein Geschenk, ohne Beurteilung. Ohne Erwartung. Nur als Gabe. Wir denken an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammenleben. Wir schenken ihnen die Liebe und Wärme aus unserem Herzen in voller Reinheit,
die die Kerzen in unserem Herzen belichtet und erleuchtet. Ohne zu erwarten, das Gleiche zurückzubekommen. Und wir denken an all unsere guten Freunde. Und jedem von ihnen schenken wir die Wärme und Reinheit unseres Herzens als eine Gabe der innigen Freundschaft und Zuneigung. Ohne Beurteilung, ohne Erwartung. Und wir denken an unsere Bekannten und Verwandten, jeder, der uns in den Sinn kommt von ihnen, und schenken ihnen unser Herz, das hell und leuchtend und voller Liebe ist. Ohne jeglichen Grund, nur als Geschenk. Wir denken an die Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Verkäufer, Schüler, Patienten, Postboten, wer immer uns in den Sinn kommt, wer immer unseren Alltag bevölkert. Unsere Herzenswärme fließt zu jedem von diesen Menschen. Strahlend, rein, in Zuneigung, ohne Erwartung, ohne Beurteilung.
Und wir denken an einen schwierigen Menschen in unserem Leben, über den wir uns vielleicht geärgert haben oder der sich über uns geärgert hat, von dem wir glauben, dass er uns Hindernisse in den Weg gelegt hat, den wir ablehnen aus irgendeinem Grund. Und wir wissen, dass das nichts anderes ist als eine Blockade in unserem eigenen Herzen. Wir fühlen die Wärme und Reinheit unseres eigenen Herzens, in dem die goldene Kerze leuchtet, und schenken auch diesen schwierigen Menschen unsere Herzenswärme, füllen und umhüllen ihn damit und spüren die Erleichterung, die dadurch kommt. Und jetzt öffnen wir unser Herz ganz weit, soweit es uns möglich ist. Und lassen so viele Menschen hinein, die darin Platz finden können. Und alle spüren das Licht und die Wärme, die aus unserem Herzen strömt, und sind davon beglückt. Erst lassen wir all die Menschen hinein, die hier versammelt sind. Lassen wir an der Herzenswärme und dem Licht teilnehmen. Und dann die Menschen aus der Umgebung. Und die aus unserer Heimatstadt. Und wir spüren, je mehr Menschen wir in unser Herz hineinlassen, desto größer und weiter wird es, desto mehr Licht und Wärme ist in unserem Herzen zu finden. Und dann die Menschen, die wir vielleicht schon gesehen haben oder von denen wir nur wissen, dass sie existieren. Immer weiter und weiter, soweit die Kraft des Herzens reicht, öffnen wir es und verschenken es. Wir schenken die Wärme und das Licht, das aus unserem Herzen strahlt. Und jetzt lenken wir die Achtsamkeit wieder auf uns selbst. Und wir verspüren das Glück und die Freude,
die vom Leben und Verschenken der Liebe kommen. Wir füllen uns mit dem Glück und der Freude. Und umhüllen uns mit der Herzenswärme, die aus unserem Herzen strahlt. Und jetzt verankern wir die Kerze in unserem Herzen, sodass sie uns immer den Weg zur Liebe beleuchten kann. Wir immer den Zugang finden. Mögen alle Menschen lieben lernen. Musik.